und recht herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Ländle TV Diatag. Heute haben wir diese Themen für Sie. Schulterschluss von Land- und Wirtschaftskammer. Die Ankurbelung der Wirtschaft stand im Mittelpunkt des Pressefoyer am Dienstag. Der zukünftige Fachgruppenobmann der Seilbahnen der Wirtschaftskammer Vorarlberg, Markus Komploy, stellte sich den Fragen von Matthias Casarola im Ländle-Talk. Und es gibt wie gewohnt die News sowie Wetterinformationen. Die Ankurbelung der Wirtschaft und des Arbeitsmarktes stehen im neuen Jahr ganz besonders im Mittelpunkt der politischen Arbeit in Vorarlberg, sagte Landeshauptmann Markus Wallner im Pressefoyer am Dienstag. Mehr dazu sehen Sie jetzt. Um die positiven Trends des letzten Jahres weiterzuführen, wollen das Land und die Wirtschaftskammer ihre bewährte Zusammenarbeit weiter stärken. Eine Schlüsselaufgabe sieht Wallner in der Ausbildung von gut ausgebildeten Fachkräften für Vorarlbergs Unternehmen. Zu diesem Zweck werden heuer knapp 40 Millionen Euro in die duale Ausbildung investiert. Wann immer man mit einem Unternehmer zu tun hat, gibt es eine ganz wesentliche Rückmeldung. Die kommt noch vor den Steuerfragen, die kommt noch vor der Bürokratie sogar. Unternehmt alles miteinander, unternehmt alles, um ausreichend ausgebildete Fachkräfte der Zukunft zu haben. Damit auch künftig möglichst viele Klein- und Mittelbetriebe eine fundierte Lehrlingsausbildung anbieten können, wird das Land die Kosten für 4 Ausbildungsberater, einer pro Bezirk, übernehmen. Innovationen, Infrastruktur und Bürokratieabbau sind die weiteren wesentlichen Grundlagen für eine positive Weiterentwicklung des Standortes. Mit einem Deregulierungsgesetz 2017 sollen auch heuer Erleichterungen für Bürgerinnen und Bürger, Wirtschaft und Verwaltung erzielt werden. Wirtschaftskammer Vorarlberg-Präsident Metzler unterstrich das Ziel, Entscheidungen für die Wirtschaft und die Menschen in Vorarlberg tatsächlich im Lande zu treffen. Wir haben mehr Gestaltungsspielraum mit dem Land, als wir glauben. Wir denken immer, ja, Brüssel und Wien, wir können in dem Land ganz viel tun. Und da gibt es wirkliche Schwerpunkte im Bereich der Bildung, der Lehre, der Fachkräfte, vom Landeshauptmann schon angesprochen. Das Thema, wie begegnen wir Digitalisierung, das Thema Deregulierung, Entbürokratisierung, da haben wir auch schon einiges jetzt in diesem Land erreicht, aber noch zu wenig. Wir reden von Rahmenbedingungen anderer Art, also da ist schon einiges möglich. Auch Landesstatthalter Rüdisser hob diese Kultur des Dialogs als eine wesentliche Stärke des Standortes hervor. Aus den guten Wirtschaftsdaten und der positiven Stimmung im Lande heraus soll heuer übrigens eine Marke Vorarlberg entwickelt werden. Soweit zum Pressefoyer und weitere Meldungen des Tages gibt es nun im Überblick. 2017 ändert sich einiges bei der Arbeitnehmerveranlagung. In manchen Fällen brauchen Frau und Herr Österreicher gar keinen Antrag mehr zu stellen. Das Finanzministerium hat die neue antragslose Veranlagung vor allem zugunsten von Menschen mit geringem Einkommen oder kleiner Pension eingeführt. Sie sollen ihre Steuergutschrift jedenfalls bekommen. Aber Achtung! Wer mehr als die Pauschalbeträge in Anspruch nehmen und zusätzliche Ausgaben von der Steuer absetzen möchte, sollte auch weiterhin einen Antrag auf Lohnsteuerausgleich stellen. Dasselbe gilt, wenn zusätzlich zu Gehalt oder Pension noch andere Einkünfte vorliegen. Im Jänner verzeichnet die Schuldenberatung einen Anstieg an Menschen, die sich Hilfe aufgrund von angehäuften Schulden holen. Das liegt vor allem an Abos, Versicherungen und diversen Beiträgen, die im Jänner zu bezahlen sind. Wenn armutsgefährdete Menschen dann noch zu Weihnachten zu tief in die Tasche gegriffen haben, schnappt die Schuldenfalle zu. Um die Ausgaben besser im Blick zu haben, empfiehlt Peter Kopf, Geschäftsführer der IFS Schuldenberatung, möglichst nur mit Bargeld zu bezahlen. Wenn nichts mehr in der Geldtasche ist, kann man auch nichts mehr ausgeben. So könne man sich sein Geld besser einteilen. Auch bei Online-Käufen sieht der Schuldenberater Gefahren. Da der Kauf nur mit ein paar Klicks getätigt werden kann, verlieren viele schnell den Überblick über ihre Ausgaben. Es tritt ein ähnlicher Effekt wie beim bargeldlosen Zahlen ein. Und ein 23-jähriger Angestellter einer Steuerberatungskanzlei wurde am Landesgericht Feldkirch wegen Untreue und Urkundenfälschung zu insgesamt 7 Monaten unbedingter Haft verurteilt. 12 Monate gab es auf Bewährung. Der mehrfach Vorbestrafte hatte bei einem Verwandten eine Anstellung bekommen und dort Klienten betreut. Doch statt Steuergutschriften den Klienten weiterzuleiten, ließ er sie sich selbst zukommen. Schaden über 5.700 Euro. Der Bank gaukelte er vor, er sei zu diesen Gegenverrechnungen mit angeblichen Klientenverbindlichkeiten befugt. Den Schaden hat er mittlerweile wieder gut gemacht. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.
Am 1. Mai 2017 übernimmt Markus Kompleu die Aufgaben des Spartenobmanns Fachgruppe Seilbahnen der Wirtschaftskammer Vorarlberg. Matthias Casarola hat sich beim Ländle-Talk mit ihm unterhalten. Einen kleinen Ausschnitt davon sehen Sie jetzt. Als Fachgruppe will man ja auch Vorarlberg ganz an der Spitze platzieren. Mhm. Ist es nicht schwierig, auch alle Skigebiete irgendwie in einen Topf zu bringen oder dass alle an einem Strang ziehen? Klar, sind immer zwei Seiten der Medaille. Auf der einen Seite ist man Mitbewerber, auf der anderen Seite muss man aber doch zusammenstehen, um eben speziell die Rahmenbedingungen zu fixieren und schauen, dass man eben mit guten Leitplanken versehen in die Zukunft wandern kann. Da ist die Zusammenarbeit sehr gut. Also wir haben eine sehr positive Stimmung bei uns in der Fachgruppe, ein sehr kollegiales Miteinander. Da passt es sehr gut. Wenn es natürlich dann raus auf den Markt geht, um die Bewerbung von Saisonkarten oder Tageskartengeschäft, schaut dann natürlich schon wieder jeder auf seine eigene Tasche. Aber das ist, glaube ich, ganz natürlich auch. Muss man auch. Muss man auch, ja. Aber man versucht auch immer fair zu bleiben. Und ich bin überzeugt, das ist auch in der Vergangenheit oder bis dato so passiert. Und so kann man sich jederzeit in die Augen schauen und miteinander am Abend vielleicht noch ein Bier trinken. Das passt sehr gut. Eine ganz faire Initiative ist auch die Unterstützung der kleinen Liftanlagen im ganzen Land. Wie kann man sich das vorstellen? Was wird hier effektiv gemacht? Also uns ist es sehr wichtig, dass die kleinen Liftanlagen, die sogenannten Bürgermeisterlifte, weiter bestehen bleiben. Das ist für den Skinachwuchs sehr wichtig. Da hat es auch auf Initiative von der Fachgruppe und vom Land einen Investitionstopf. Da gibt es einen Investitionstopf, da werden jetzt kommendes Jahr 100.000 Euro den kleinen Skiliften zur Verfügung gestellt, um eben nötige Investitionen etc. zu unterstützen und dies möglich zu machen. Weiters auch über die Fachgruppe, auf der einen Seite die kleinen Skilifte, aber auch die kleinen Gäste, ist es auch für die Fachgruppe sehr wichtig, dass wir die Kinder, Schüler, Kindergartenkinder oder Mittelschulkinder auf die Pisten bekommen. Da gibt es sehr viele Aktionen, in denen man gratis Skifahren kann, aber auch mit Skiausrüstung, mit Verpflegung, Skilehrern. Da versuchen wir eben auch den Nachwuchs zukünftig sicherzustellen. Den Ländle-Talk in voller Länge sehen Sie ab heute Dienstag im Ländle-TV-Wochenmagazin sowie online auf www.voll.at/ländle-tv. Und bei uns geht es weiter mit den Schlagzeilen der Vorarlberger Nachrichten von morgen. Verzögerungen gibt es beim UVP-Verfahren zum ÖBB-Ausbauprojekt zwischen Lauterach und Lustenau. Das Land will sein Gesamtgutachten aber so schnell wie möglich vorlegen. Zu 3 Jahren Haft wurde am Landesgericht ein 19-jähriger Vorarlberger verurteilt, der über das sogenannte Darknet im Internet kiloweise Drogen bestellt hatte. Schüler, die rauchen, werden an den höheren Schulen im Land leidlich geduldet. Doch die Raucherregeln sind streng. Das war's auch schon wieder von Ländle TV Der Tag. Sie sehen im Anschluss noch das Wetter. Ich bedanke mich fürs Zusehen und würde mich freuen, wenn Sie auch morgen wieder einschalten. Tschüss. Ja, grüß dich aus vom Krischberg im Silbertal. Wir haben jetzt so richtiges Winterwetter. Ich fahre jetzt mit dem Ski gerade noch Wari in der Holler auf Bahi. Und wie das Wetter der nächste Tag wird, das sage ich euch jetzt. Stark bis dicht bewölkt mit leichtem Schneefall geht es durch die heutige Nacht. Die Temperaturen liegen zwischen minus 6 und 1 Grad. Der Wind weht mit 7 km/h aus Süd-Südosten. Die nächtlichen Schauer klingen am Mittwochvormittag ab und es lockert vorübergehend auf, ehe am Nachmittag von Westen her ein kompakter Wolkenschirm aufzieht. Gegen Abend folgt mit auffrischendem Westwind Schneefall. In tiefen Lagen geht der Schneefall wahrscheinlich in Regen über. Am Donnerstag liegen über dem Ländle meist dichte Wolken und es schneit zeitweise. Eine Kaltfront bringt am Freitag eine Abkühlung mit starkem Wind und Niederschlag, wobei die Schneefallgrenze allmählich in die Niederungen sinkt. Und am Samstag schneit es bei Temperaturen von minus 2 bis 0 Grad.